Hey, Sascha von netfunknews.de hier im Region Hotel auf dem Gigabyte Ultrabook Lounge Event. Und das ist das neue 11.6-Inch Ultrabook von Gigabyte. Gigabyte X11. Wie ich schon sagte, 11.6-Inch. Hat eine 1366x768er Auflösung. Rennt auf einer Ivy Bridge Plattform. 4 GB RAM, 128 GB SSD und wiegt nur 963 Gramm. Ist komplett in Carbon eingehüllt, wie damals Han Solo bei Star Wars. Und es ist, wie gesagt, super dünn. 16,5 mm nur. Lass uns mal ganz kurz ums Gerät drum herum schauen. Wir haben hier einen Anschluss fürs Netzteil, dann USB 3.0, einen Mini-VGA-Ausgang. Da haben wir gar nichts mehr. Auf dieser Seite Micro-SD-Karten-Einschub, dann ein Headset und das ist ein USB 2.0. Akku ist natürlich fest verbaut, 35 Wattstunden und ja, hinten haben wir noch ein paar Lüfter drauf, aber wie gesagt, es ist saudünn, es ist sauleicht und es sieht verdammt gut aus. Windows Home Premium ist es hier vorinstalliert. Schönes, schickes Keyboard mit großen Shift-Tasten auf beiden Seiten und vor allen Dingen, guckt euch mal hier das Trackpad an, wie groß das ist. Multitouch Trackpad, integrierte Mausbuttons, das Ding ist einfach, ja, mehr brauche ich da nicht sagen, das ist das schönste Ultrabook, das leichteste, das dünnste, was ich jemals in den Händen gehalten habe. Das ist wirklich ultramobil und ich glaube, das ist genau das, was Intel mal vorhatte mit Ultrabooks. Das ist das neue Gigabyte X11 hier auf dem Gigabyte Launch Event. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.